herzlich willkommen in der Marketingabteilung bei Harley Davidson Thunderbike heute. Was gibt's so Neues? Irgendwelche neue Marketingaktionen, habe ich gehört? Passport to Freedom? Ja, genau. Wir haben Passport to Freedom. Was das genau ist, weiß ich nicht. Die Bedeutung kann ich mir vorstellen. Freiheitsgefühl, das, was wir halt hier bei Thunderbike geben. Julian, der weiß, glaube ich, genau, worum es geht. Julian chillt wahrscheinlich am Sonnendeck. Die haben Mittagspause gerade, ne? Sollen wir mal hochgehen, Käthe? Lass uns mal gehen. Ja. Nico, kann ich dir mal eine Frage stellen? Sag mir mal, warum hast du einen Motorradführerschein gemacht? Weil ich hier arbeite und weil ich gerne mal die Maschinen fahren wollen würde, die hier auch gebaut werden. Und weil es Bock macht, in einer ganzen Gruppe zu fahren. Okay. Ja, mit dem ganzen Team. Aber du hast jetzt nicht den Führerschein gemacht, weil du hier arbeitest und irgendwie der Chef oder so verlangt, ne? Nein, das ist verlangt der frei. Chef das? Nein, ne? Nein. Der findet das natürlich schön. Ich finde es schön, wenn du einen Motorradführerschein haben, muss aber nicht. Und ich glaube, jeder ist ganz frei und kann machen und tun, was er will. Ob er fährt oder ob er nicht fährt, ist jedem selbst überlassen. Ja. Manche sind dafür gemacht zu fahren, manche sind nicht dafür gemacht. Ja. Deswegen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ciao. Ich habe eine Freundin, die ist letztens 18 geworden. Wie läuft das eigentlich jetzt nochmal genau, wenn die einen Führerschein macht? Ich habe gehört, wir haben so eine Aktion jetzt. Genau, also Harley Davidson bietet aktuell die Passport to Freedom Aktion an und unterstützt sich dabei bei deinem Führerschein. Unterstützen heißt wie viel? Die bekommen ja quasi einen Rabatt oder einen Geldzuschuss von uns, ne? Genau, also du kannst diesen Zuschuss von 1250 Euro zur Unterstützung von deinem Führerschein nehmen, um den zu bezahlen oder auf dein neues Motorrad dann runterrechnen lassen. Wie viel Geld ist das jetzt nochmal? 1250 Euro. Das ist eine Menge. Ja. Auf jeden Fall, da kann man schon viel mit anfangen. Und die 1250 Euro, die kriegt sie als Rabatt abgezogen? Genau, beim Neufahrzeug oder kann auch für den Führerschein verwendet werden, um den dann damit zu bezahlen. Du hast den doch so einen Schnellführerschein gemacht, ne? In einer Woche oder so? Genau, ich habe meinen Motorradführerschein in einer Woche gemacht. Das Wichtige dabei ist, dass man sich frühzeitig anmeldet, beziehungsweise einen Führerschein beantragt, weil das ja auch nochmal 3 Wochen dauert. Ansonsten kann es da natürlich zu Verzögerungen kommen, wenn man den erst beantragt, wenn man wirklich mit dem Führerschein anfängt. Wie ist das jetzt eigentlich? Ab wann kann ich den Führerschein machen, beziehungsweise ab wann kann ich so eine Harley fahren? Ah, der Führerschein wird ja unterteilt in 2 Gruppen im Prinzip, einmal gedrosselt und ungedrosselt. Du kannst eine Harley auch schon fahren, wenn du 18 bist. Viele Modelle von uns lassen sich auch dann auf 35 kW drosseln und nach 2 Jahren Probezeit kannst du dann nochmal eine Prüfung machen für den offenen Führerschein, dass du dann auch alle Modelle fahren kannst. Kann man jedes Modell drosseln? Du kannst fast jedes Modell drosseln. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal nach unten in den Laden und dann zeige ich euch das. Highroom und auch die kann man dann problemlos auf 35 kW drosseln lassen, dass man auch mit 18 dann direkt die Maschine fahren kann. Das ist aber nicht nur mit der möglich, sondern auch hier mit der Softail Slim. Wir versuchen gerade rauszukitzeln, warum junge Menschen einen Motorradführerschein machen und warum die denn früher, meiner Meinung nach, gab es das öfter. Da sind alle Roller gefahren und Mofa gefahren. Warum haben Sie denn einen Motorradführerschein gemacht? Ich habe den Motorradführerschein gemacht, weil ich mich von meinem Freund habe anstecken lassen. Ich bin jetzt jahrelang nur hinten drauf mitgefahren und habe dann vor einem guten halben Jahr überlegt, dass ich das auch mal selber ausprobieren möchte. Und dann bin ich also wirklich zum allerersten Mal aufs Motorrad gegangen, habe mal so eine Probefahrt gemacht und einfach so eine Probestunde genommen, um zu gucken, wie bin ich denn eigentlich auf dem Motorrad, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie Roller gefahren bin oder sonstiges selber gemacht habe.
Und dann habe ich gedacht, ich möchte das gerne ausprobieren. Und das ist, hat gut geklappt, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt bin ich gerade hier, um Probefahrten zu machen, um mir ein Motorrad auszusuchen. Perfekt, vielen Dank. Bitte. Das war doch mal eine informative Aussage hier heute. Das ist die Jessie. Die macht bei uns den Einkauf für die neue Boutique, die da hinten bald entstehen wird. Fashion etc. Was wir verraten können ist, die Jessie hat noch gar keinen Motorradführerschein und arbeitet trotzdem bei Thunderbike Harley Davidson. Ja. Warum machst du denn jetzt auf einmal einen Führerschein? Ja, weil meine Klimaanlage im Auto nicht funktioniert. Ah, nein, das wolltest du dir frischen Wind um den Kopf blasen lassen. Nein, ich bin öfters bei Ausfahrten mit dabei und muss leider immer auf den Susius-Pad hinten sitzen und da tut der Arsch doch ganz schön weh. Und ich glaube, das macht einfach mehr Spaß, wenn man selber mitcruist und halt den ganzen Lifestyle miterleben kann, als immer nur hinten drauf zu sitzen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Wie weit bist du jetzt mit dem Führerschein? Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe mich jetzt so langsam mal so erkundigt, wie das ist. Mit welchem Alter ich anfangen kann, welche Klassen ich machen kann. Ja. Und bin gerade so in der Entscheidungsphase, ob ich jetzt in einer Woche mache oder doch über einen längeren Zeitraum. Du hast doch auch einen Motorradführerschein, oder? Ich habe auch einen Motorradführerschein. Warum hast du einen Motorradführerschein gemacht? Weil meine Mama gefahren ist, mein Vater gefahren ist und das irgendwie so immer gewünscht war. Also bist du von der Familie aus so gezwungen worden oder du bist einfach da reingerutscht? Genau. In das ganze Thema? Genau. Mit 6 Jahren hat er erstmal in Kaiserberg gewesen und daher kam das. Der Nico hat noch was ganz Interessantes. Der arbeitet nicht nur bei Harley, sondern der heißt sogar mit zweiten Vornamen Harley. Ja. Und das wollen wir jetzt mal beweisen. Und du fährst auch eine Harley? Nee, Suzuki tatsächlich. Oh, ist ja nicht schlimm. Aber eine Harley ist in Planung. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Wir haben so viele junge Leute hier arbeiten. Du machst auch mal einen Führerschein, habe ich gerade irgendwie am Rande mitgekriegt. Ja. Jetzt habe ich dich erwischt. Erzähl. Wieso machst du denn einen? Weil ich einen machen möchte und jetzt die Zeit dazu habe, bis ich studieren gehe und sonst mache ich den bestimmt nicht mehr. Und deine Familie, irgendjemand fährt schon irgendwie? Ja. Oder? Ja. Alle. Also meine Mom und mein Dad. Also bist du auch da mehr oder weniger reingeboren jetzt irgendwie? Ja. Cool, aber du hast da einfach Bock drauf und ja. Du bist jetzt schon dran oder habe ich jetzt richtig? Nein, ich bin noch nicht dran. Okay. Aber ich fahre ja schon Roller und so und das macht mir auch mega Spaß deswegen. Ja. Der Lukas, der ist bei uns im Versand tätig, nur das mal eben kurz vorab. Also hier ist es tatsächlich so, dass echt extrem viele Leute hier Motorrad fahren und extrem viele Pakete packen. Ja, das auf jeden Fall. Heike auch. Fährt auch Motorrad, ne? Ja, selbstverständlich. Und der Lukas, du hast noch gar keinen Motorradführerschein? Ne, ich habe nur damals einen Rollerführerschein gemacht, weil ich eine alte Vespa habe. Aber jetzt, wenn man hier den ganzen Tag so rumläuft und die ganzen geilen Mopeds sieht hier rumstehen, da bekommt man natürlich Bock auch Motorradführerschein zu machen. Da juckt es einem schon in die Finger. Wie weit bist du jetzt? Ich habe noch nicht angefangen. Aber ich spare gerade noch. Ah, okay. Du weißt, dass es so eine Aktion gibt, ne? Hast du schon von gehört? 1250 Euro zahlt Harley dazu. Okay, das klingt ja schon mal gar nicht verkehrt. Kannst du dir nähere Infos oben in unserer Marketingabteilung geben? Ja, dann mach ich das mal. Oder bei den Verkäufern. Ich bin mal bei der Klima. Ja, wir machen einfach. Die Outtakes sind fest gebessert.